Also mein Name ist Horst Otto Oskar Bosetzky. Horst heiße ich leider. Otto Oskar, mein Vater und mein Großvater. Bosetzky ist schlimm, Horst ist schlimm. Naja, was soll man machen? Geboren bin ich am 1.2.1938 direkt am grünen Strand der Spree in Köpenick. Da war früher so eine Klinik. Und dann verbracht worden, so im nach 10 Tagen vielleicht nach Neukölln, Weichselplatz. Und dann sind wir umgezogen nach Neukölln in die Osserstraße, ist vielleicht so 300 Meter weiter im Kiez da. Der Weichselplatz ist in der Nähe der Lohmühlenbrücke. Und dann die Osserstraße in Richtung Sonderlee. Und da bin ich groß geworden. Und schöne Straße. Auf unserer Seite alte Häuser, auf der anderen Seite so Neubauten im Bauhausstil. Da wohnten die etwas besseren. Und bei uns im Vorderhaus auch die etwas wohlhabenderen. Und ich bin ein echtes Hinterhauskind und drei Treppenmeter links. Und natürlich, im Hinterhof war der bevorzugte Spielplatz, den Müllkästen. Und dann sind wir in die Treptower Straße gezogen, und zwar in der Nähe Treptower Brücke, also in Neukölln, geblieben. Aber das war erst 54, also meine prägenden Jahre habe ich in der Osterstraße verbracht. Und bin zur Rüttli-Straße, in die Rüttli-Schule gegangen, bin ein echter Rüttli-Schüler. Steht auch im Internet drin, dass einige sind auch, der andere, der drin steht, als bekannter Rüttli-Schüler ist Dagobert, der Kaufhauserpresser. Also wir beide sind die Aushängeschilder der Rüttli-Schule. Gut. Ja, dann bin ich ein Stückchen weiter zur Schule gegangen, in die Albert-Schweitzer-Schule. Das war am, wir sind heute noch am Hermannplatz, Hobrechtstraße, Hermannplatz. Ja, und habe da Abitur gemacht. Das ging, war fürchterlich schwer, also Auslese durch Angst, also Sozialisation durch Angst. Wir haben mit vielleicht 43 Schülerinnen und Schülern angefangen, davon haben 8 das Abitur gemacht. Warum ich auch, weiß ich nicht, die anderen konnten nicht alle durchfallen lassen.